Ja, Boogie, wie wird es sich anfühlen, wenn du nach dieser Saison vor der Sommerpause das letzte Mal deinen Spind in der Kabine ausräumst? Ja, einerseits freut man sich natürlich auf den Urlaub. Einerseits macht man sich sicher noch Gedanken über die Saison, was da schiefgelaufen ist, was wir hätten besser machen können. Und braucht man sicher noch ein paar Tage, um das aufzuarbeiten. Aber im Großen und Ganzen war das schon sehr anstrengend, auch vom körperlichen und vom Kopf her, dass man jetzt froh ist, dass man in Urlaub geht und dann ab Sommer wieder neu angreift. War das bislang deine größte Gefühlsgeisterbahn, diese Saison in deiner Karriere? Ja, kann man schon so sagen. Also da war, glaube ich, alles dabei von Champions League weiterkommen bis zur, dass wir gegen den Abstieg spielen in der Bundesliga. Dann das Derby gewonnen auswärts. Ja, da waren schon viele Situationen dabei, wo du ja nicht ganz weißt, wie du damit umgehen sollst. Deswegen wird es ein paar Tage im Urlaub brauchen, bis du das alles aufgearbeitet hast, bis du das reflektiert hast. Und für das ist aber der Urlaub auch da und dann werden wir nächstes Jahr wieder voll angreifen. Versuchen uns da mal mitzunehmen. Ihr kommt, ihr startet in die Saison, ihr seid Vizemeister, die Euphorie drumherum ist groß, man ist in der Champions League und dann läuft es nicht. Wann und wo bemerkt man und was war vielleicht der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, hier läuft in dieser Saison was grundlegend falsch? Das ist schwierig zu sagen, jetzt den genauen Zeitpunkt, aber ich glaube, durch die ersten 5 Spiele, glaube ich, war da jedem klar, dass das nicht so weitergehen wird wie letzte Saison, dass wir uns sehr schwer tun diese Saison, egal welche Probleme wir jetzt haben oder hatten. Man hat gemerkt, es wird nicht so einfach werden wie letztes Jahr. Wir hatten auch wieder viele neue Spieler, viele Spieler sind weggegangen. Einige Spieler waren verletzt, es war ein bisschen anderer Teamspirit in der Mannschaft zu spüren. Und letztes Jahr hat das alles sich so von einem zum anderen aufgeschaukelt. Da haben wir eine gute Saison gespielt und ja, das hat man jetzt nicht so das Gefühl, dass wir da noch eine Serie starten können vielleicht. Von dem her müssen wir uns da schon alle hinterfragen und schauen, was wir aus der schlechten Saison, dass wir was Positives mitnehmen, was uns enger zusammenschweißt. Und dann bin ich positiv gestimmt, dass uns sowas nicht mehr passieren wird. Auch für dich persönlich lief es nicht so gut. Du hast in Anführungsstrichen nur 4 Tore gemacht, hast auch 10 Spiele verpasst, weil du verletzt gewesen bist. Wie ist so dein persönliches Fazit dieser Saison? Ja, muss natürlich auch mehr kommen. Bin schlecht reingestartet diese Saison, habe mich dann im Herbst mit ein bisschen mit Schmerzen drüber gequält, bis es dann so weit war, dass ich komplett ausgefallen bin. War leider nicht so gesund und nicht körperlich nicht so in der Topform wie die letzten 1,5 Jahre hier auf Schalke. Und von dem her ist das Wichtigste, dass ich jetzt wieder gesund bin, dass ich wieder auf mein körperliches Top-Level komme, weil das mein Spielstil einfach so ist, dass ich über das Körperliche komme, über das Laufen. Und da bin ich nicht so richtig reingekommen in diese Saison. Und hoffe ich natürlich, dass ich nächstes Jahr gesund bleibe und natürlich auch die ganzen anderen Mannschaftskollegen, weil wir ja doch viele Verletzungen gehabt haben, dass wir da ein bisschen eine Konstanz reinbringen, dass wir nicht so schwere Verletzungen mehr haben. Apropos Mannschaftskollegen, von außen wurde viel auf diese Mannschaft eingedroschen. Selbst der Kicker hat da heftige Worte benutzt, die ja eigentlich eher für die Distanz bekannt sind. Wie kommt solche Kritik bei dir persönlich an? Ja, tut natürlich weh, wenn man sowas liest, wenn man öffentlich kritisiert wird fürs eine oder fürs andere, stimmt vielleicht, das andere ist ein bisschen überzogen oder war übertrieben, aber das muss jeder selber wissen. Wie gesagt, wir wissen schon, dass wir einiges nicht richtig gemacht haben und dass wir keinen guten Fußball gezeigt haben, dass das im Großen und Ganzen einfach zu wenig war. Mit dem müssen wir leben, damit müssen wir umgehen und mit der Kritik können wir auch umgehen, weil wir doch schon so gepolt sind, dass wir wissen, was wir verkackt und was nicht. Und von dem her wollen wir einfach jetzt da das hinter uns lassen und positiv in die Zukunft schauen. Privat war es aber eigentlich ein gutes Jahr für dich. Du bist Vater geworden. Wie ist das? Schön, war schön. Ja, macht man sich natürlich am Anfang auch immer ein bisschen Sorgen, ob alles okay ist, weil ich das erste Mal das jetzt miterlebt habe. Aber ist alles super gelaufen. Also meiner Frau und meiner Tochter geht es gut, sind beide wohlauf und gesund und war schon ein Wunder und was man da alles so miterlebt und war richtig schöne Geschichte.
Und du warst ja mit dabei, ne, bei der Geburt. Ich war mit dabei, von Anfang an bis zum Ende, habe alles miterlebt und war wirklich schön. Tröstet sowas über so eine Saison ein bisschen hinweg? Ja, schon. Also man sieht ja doch, dass die Familie an erster Stelle steht, dass das das absolut Wichtigste ist und dass überhaupt die Familie gesund ist. Und das ist einfach das Wichtigste im Leben ohne Familie. Ist es schwierig, die gibt dir einen Halt, sonst könntest du auch nicht Fußball spielen mit Kopf frei kriegen. Die stehen immer hinter dir. Und die stehen schon an erster Stelle und jetzt bin ich froh, dass wir da Nachwuchs bekommen haben und bin sehr, sehr glücklich. Wie muss man sich denn den Papa Guido vorstellen? Ja, das werden wir sehen. Also mit einer Tochter ist immer schwierig. Ich glaube, die wird viel von mir bekommen, wenn sie mich anschaut oder anlächelt. Ich glaube, die Frau wird eher den strengen Part übernehmen und ich werde eher der coole, liebe Vater sein. Bist du denn jetzt auch dabei, wenn es um Windeln wechseln geht oder guckst du dann, dass ich koche in der Zeit einen Tee? Nö, ich habe schon Windel gewechselt, die Frau hat es mir mal gezeigt, habe ich, glaube ich, ganz gut im Griff jetzt und wird von Tag zu Tag immer besser und schneller. Plant ihr denn was Besonderes für die Sommerpause? Nö, gar nicht. Wir werden jetzt mit der Kleinen nach Österreich fahren. Wie gesagt, dort mal ankommen, die Zeit genießen zu dritt. Weil so eine Geburt doch immer auch turbulent ist, überhaupt die Anfangsphase genießen. Deswegen passt das jetzt auch gut rein, dass ich Urlaub habe, dass wir die Zeit zu dritt genießen können und mal runterkommen. Und dann bereite ich mich wieder vor. Wirst du in dieser Sommerpause den Kopf frei bekommen? Ja, denke ich schon. Also klar, ich habe noch. Bin noch wahrscheinlich mit der Nationalmannschaft unterwegs, aber dann freue ich mich, dass ich ein bisschen runterkomme. Wie gesagt, mit der Familie ein bisschen die Zeit genießen kann, auch mit meinen Freunden zu Hause treffen kann, wieder auf andere Gedanken zu kommen. Ich glaube, das ist immer extrem wichtig, damit man mit vollem Akku wieder hier zurückkommt und mit voller Energie ins Trainings- oder ins Trainingcamp starten kann. Und ich freue mich da schon auf den neuen Coach, was er wieder mit uns vorhat, wird ja wieder ein bisschen was geändert werden und freue mich dann schon wieder auf die Aufgabe.